Hallo liebe Figürchenfreunde, ich bin Flo, ihr schaut Titus Painting Studio und heute bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast, Co-Moderator, wie auch immer, Andi. Hallo Andi, ich freue mich tierisch, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich tierisch, dass ich dabei sein darf. Hi. Schön, genau, was haben wir denn hier vor, Andi? Also die Leute haben es wahrscheinlich schon gelesen im Titel, aber nochmal. Genau, wir starten unsere Road to Stargrave. Und wie das in einem so klassischen Road-to-Format halt auch üblich ist, können uns die Leute ja wirklich dabei Schritt für Schritt folgen, wie wir anfangen, uns mit Stargrave auseinanderzusetzen, erste Modelle bauen und bemalen, was für Gelände wir vorhaben. Ja, und ich meine, du hast ja auch schon bestimmt ein paar tolle Ideen als jetzt durch die Inspiration Stargrave bekommen. Ja, auf jeden Fall, ein bisschen was ist dabei. Und was ich auch ganz schön finde, ist, dass wir auch beide so ein bisschen unterschiedliche Stile haben. Und Stargrave ist ja ein offenes System, noch relativ neu jetzt, erst vor ein paar Wochen, glaube ich, rausgekommen. Das heißt, da kann man sich richtig austoben, was den Hobby-Aspekt angeht. Und ich bin wirklich schon gespannt, wie du das interpretierst und wie es dann vielleicht bei mir aussieht. Also ich denke mal, dass das komplett unterschiedlich sein wird. Aber fangen wir vielleicht nochmal von vorne an. Andi, wer bist du denn? Wie bist du denn ins Hobby gekommen? Genau. Jo, genau. Also ich bin im Internet auch bekannt unter dem Pseudonym Dawn's Fist, und zwar im Tabletop-Weltforum und unter anderem auch bei Instagram vertreten. Meine Hobbyanfänge sind tatsächlich jetzt mittlerweile 16 Jahre liegen die zurück. Ich war gerade 14 Jahre alt und habe damals auf dem Flohmarkt zwei alte White Dwarf-Hefte in die Finger bekommen und war total hin und weg von diesem Hobby sofort quasi. Ich habe nichts verstanden von dem, was ich damals da gesehen habe. Aber ich wusste, dass genau das ist, was ich auch machen möchte. Und es sollte dann noch andauern bis zum Erscheinen der De Agostini Herr der Ringe-Hefte schließlich, bis ich dann meinen ersten Ja, Schritt in Richtung genau. Miniaturen-Hobby auch wirklich machen konnte. Das heißt also, für mich fing eigentlich alles an mit Aragorn und Frodo und ein paar Uruk-hai. Und ich wollte aber eigentlich schon damals immer direkt weiter Richtung Warhammer 40k, Science Fiction und Space Marines und sowas alles. Und es hat ein paar Jahre gedauert dann, bis ich irgendwann gemerkt habe, der große Kindheitstraum war gar nicht der große Kindheitstraum, der vorgab zu sein. Warhammer 40k liegt mir nämlich überhaupt nicht. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich irgendwann mal ein bisschen so abseits der Wege geguckt habe, was gibt es noch für andere Spielsysteme. Und das große Erwachen kam dann tatsächlich mit Frostgrave für mich, wovon ich leidenschaftlicher Fan bin. Und ich meine, vielleicht kennst du auch schon Arbeiten von mir da in dem Bereich, ne? Also es ist wirklich für mich das große Spielsystem der letzten Jahre eigentlich gewesen. Sehr witzig, weil ich habe damals auch mit diesen De Agostini-Heften angefangen von Herr der Ringe. Das heißt, wir sind hier zwei alte Hasen, wenn man so will. Ja. Und es gibt noch was anderes, was uns verbindet. Und zwar haben wir beide schon mal Figuren angemalt für Tobi von Bio und Rätsel Tabletop. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der hat jetzt ja auch ein, zwei Videos zu Stargrave schon gemacht. Einmal so eine Systemvorstellung. Deswegen werden wir nicht so in die Tiefe gehen, wie Tobi das schon gemacht hat. Ja, Stargrave, ganz neues Spiel. Worum geht es denn, Andi? Genau, also Stargrave ist im Grunde aufbauend auf der Grundmechanik, die mit Frostgrave eingeführt wurde. Das heißt, wir spielen in diesem Fall wieder kleine Banden, so etwa 10 Modelle, plus minus ein paar Begleiter noch zusätzlich. Und wir verlassen die klassischen Fantasy-Gefilde und werden nicht Feldstadt erkunden, sondern jetzt ist das die komplette Galaxie in einer weit entfernten Zukunft unser Spielplatz. Denn Stargrave ja, lässt uns die Kontrolle übernehmen über eine Crew von Abenteurern, Schatzsuchern, Söldnern, was immer wir wollen. Und erweitert dann die Frostgrave-Grundmechanik auch tatsächlich um neue Regelelemente und Mechaniken, damit wir halt auch mehr so diese Schusswechsel auch dann wirklich darstellen können. Genau, und was ich auch immer super cool finde, ist halt dieses, dass es einfach so offen ist, dass man sich, also wenn man einen Fokus hat auf den Hobby-Aspekt, sage ich mal, dass man sich da wirklich komplett reinsteigern kann,
sage ich mal, ja, sei es jetzt Gelände oder Figuren oder so. Und was ich auch ganz nice finde, ist, ich komme leider nicht so häufig zum Spielen, jetzt durch Corona noch weniger. Einerseits, dass Stargrave auch, wie zum Beispiel Rangers of Shadowdeep, Solo-Regeln hat. Die sind jetzt auch mit veröffentlicht worden vom Autor jetzt zum Release. Ich glaube sogar for free zum Download, ne? Und ich finde, diese Einstiegshürde ist relativ gering. Also wenn man einmal drin ist, die Regeln, ich kann mir das dann immer nicht merken, immer selbst wenn ich zum Beispiel Kings of War spielen möchte, was sozusagen mein anderes Hauptsystem ist, und ich dann wieder ein Jahr nicht gespielt habe oder ein Dreivierteljahr, dann muss man doch immer sehr viel blättern, wie sieht es mit den Regeln aus und so weiter. Und ich finde, das ist gerade bei Frostgrave und also bei Stargrave dann ja wahrscheinlich auch nicht der Fall, dass man eigentlich direkt loslegen kann, ne? Genau. Worauf freust du dich wieder, denn am meisten, wenn es um Stargrave geht? Ich finde mal, also jede Partie Frostgrave, egal wie viel Zeit vergangen ist, fühlt sich mal ein bisschen an, direkt wie nach Hause kommen, weil man weiß immer alles, wo alles liegt und wie man alles macht. Und darauf freue ich mich zum einen bei Stargrave, dass ich auch einfach ohne großes Lernen und Vorbereiten mich jetzt direkt halt in ein neues Regelwerk auch vorwagen kann. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass es wieder miniaturagnostisch ist, also dass wir halt verwenden können, was wir auch immer wir verwenden wollen für Modelle. Einem ist da ja wirklich keine Grenze jetzt momentan gesetzt. Und was natürlich immer besonders spannend ist, wenn man seine Miniaturbestände durchgeht. Ich weiß, man neigt auch dazu, viel zu viel direkt wieder zu kaufen, wenn etwas Neues rauskommt. Aber man geht einfach seine Miniaturbestände durch und man hat immer wieder diesen Aha, das wollte ich schon immer mal eigentlich bemalt haben, aber ich habe nie das richtige Projekt dafür gehabt. Und jetzt kann ich dieses Modell einfach bemalen und direkt in eine Crew reinpacken und auch direkt bespielen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, worauf ich mich da am meisten freue. Absolut, es geht mir genauso. Also auch wenn man jetzt irgendwie mal die Bitsbox durchguckt oder den Pile of Shame, wie man so schön sagt, ja, da wird man auf jeden Fall auch irgendwelche Figuren finden, die passen, ja. Du kannst ja auch sozusagen einfach Fantasy-Figuren nehmen, die umbauen. Und bei mir ist es dann so, dann, wenn ich dann irgendeine alte Figur wieder in der Hand nehme, dann geht es direkt los im Kopf. Also was kann ich daraus machen? Welche Bande kann ich daraus bauen? Und ja, das finde ich auch immer schön, wenn man dann alte Figuren, die schon ganz lange irgendwie in der Bitsbox waren, dass man die dann wieder rausholt und alles schön macht und einfach den Figuren dann auch mal die Zeit widmet, die sie eigentlich verdient haben. So, ja. Okay, sollen wir dann mal kurz unser Format erklären? Und zwar ist das ja eine Road 2, das heißt, es wird im Idealfall mehrere Folgen geben und die Zuschauerinnen und Zuschauer werden es wahrscheinlich auch bemerken, das ist sozusagen nicht meine einzige Road 2 auf dem Kanal, aber es ist einfach so, ja, also vielleicht hilft das dann auch ein bisschen, wenn man das zu zweit macht, dass man sich dann gegenseitig motiviert. Genau. Ja, ich hoffe, wir werden uns da gegenseitig... Die Idee ist so ein bisschen... Ja. Sorry. Entschuldigung, sag du. Nee, ich meine, ich hoffe, wir werden uns da gegenseitig motivieren. Für mich, ich hoffe, ich kann dich anpeitschen, voranzukommen und mich selber, aber dass du mich bremst, denn ich neige immer dazu, komplett auszurasten bei solchen Projekten. Ich wollte damals auch bei Frostgrave eigentlich nur zwei Banden und ein paar Monster bemalen und daraus sind 400 Modelle geworden. Deswegen hoffe ich, dass so unsere Herangehensweise an die Projekte dann das Beste aus uns beiden noch herausholt letzten Endes. Ja, also ich werde dich auf keinen Fall bremsen so und freue mich auch, wenn du mir so ein bisschen in Hintern tritt, sage ich jetzt mal, ja, also ja, schauen wir einfach mal. Genau, und die Idee ist so ein bisschen, dass jeder von uns beiden ein kleines Video für jede Folge zubereitet oder produziert, wie auch immer, ja, wo man dann einfach, also das soll einfach so eine Spielfläche sein, ne? Ob du da jetzt ein Tutorial machst oder einen Showcase oder wie auch immer, genau, dass wir uns da ein bisschen austoben können, ja. Sollen wir uns denn dann mal direkt dein Video anschauen? Ja, sehr gerne. Kann nur sagen an die Zuschauer, seid gnädig mit mir. Das ist das erste Mal, dass ich hier mit einem eigenen Video auf YouTube vertreten bin. Und ich hoffe, ihr könnt es genießen und habt Spaß dabei. Ich bin auch schon ganz gespannt. Also, let's go. Und damit noch ein ganz herzliches Hallo.
in meinem Solo-Video-Abschnitt zu Stargrave. Und ich möchte euch noch mal eine kurze Einleitung geben, was so meine ersten Schritte sind, wenn ich mich zum neuen Regelwerk annähere, was für Miniaturen ich bereits vorbereitet habe, was für Modelle ich gekauft habe, zusammengebaut habe, was uns alles noch erwartet, wie es mit Gelände aussehen wird. Diese Road to hat eine ganz schön vollgepackte Agenda, deswegen fangen wir auch einfach direkt an. Ich habe ein bisschen schon über die Anfänge meiner Hobbyzeit gesprochen und wie sehr Frostgrave auch meinen Hobby-Werdegang beeinflusst hat, denn ich habe es ja schon erwähnt, es ist so das erste Spiel, wo ich so richtig das Gefühl hatte, angekommen zu sein und all die Möglichkeiten zu haben, die ich so lange gesucht habe. Und umso mehr freue ich mich jetzt natürlich, dass es einen Science-Fiction-Ableger gibt. Und es hat sich in der Vergangenheit schon für mich ergeben, auch, dass ich einige Science-Fiction-Skirmisher ausprobiert habe. Es gibt nicht gerade wenige von ihnen auf dem Markt. Darunter sind auch etliche richtig gute, zum Beispiel The Drowned Earth ist richtig toll. Viele Leute feiern Kill Team. Core Space soll ziemlich cool sein. Ich selber habe ausprobiert unter anderem zum Beispiel Scrappers. Ich liebe den Fluff von Scrappers. Sehr inspirierend für tolle Banden, aber die Mechanik hat mich nie so wirklich überzeugt. Dann wäre da noch zum Beispiel Rogue Stars, ein Spiel, das ich wirklich liebe. Die Charaktererstellung von Rogue Stars ist die beste, die man sich eigentlich nur wünschen kann. Es gibt nichts, was man nicht machen kann. Das sagt schon, denke ich, ziemlich viel über ein Regelwerk aus. Ihr könnt euch einen noch so, könnt euch einen mies gelaunten Alien-Archäologen vorstellen, einen auf einem Krater eines Asteroiden arbeitenden Mineralologen, fliegende Attentäter, Cyborg-Polizisten, Rogue-Stars kann ein Profil dafür euch geben. Was es leider aber nie so wirklich konnte und was für mich die Schwäche des Systems war, das Kampfsystem ist recht sperrig. Man muss schon eine lange Tabelle einmal wieder abhandeln, bevor man weiß, ob man überhaupt Schaden macht und wie viel. Und man hat so eher so eine Markerschlacht und überschüttet Modelle einfach nur mit Stress, Pin-Markern und all sowas. Und mir gefällt die schlichte Eleganz eines Frostgrave da deutlich besser, dass ganz ohne solche Marker auskommt und indem man schlicht und einfach auch als Tabletop-Anfänger schon innerhalb von ein, zwei Spielzügen, wenn man zum allerersten Mal spielt, merken kann, wie man immer seltener in das Regelbuch gucken muss, weil die Sachen sind eingängig, es ist intuitiv, logisch und sehr einsteigerfreundlich. Und deswegen freut es mich so unfassbar, dass jetzt auch eine Science-Fiction-Variante davon verfügbar ist. Denn ich habe meinerseits Zeit für Rogue Stars etliche Science-Fiction-Modelle gekauft. Und wie das halt so ist, nicht alle davon bemalt. Und viele sind in Kisten gelandet, was immer unglaublich schade ist, wenn man schöne Modelle hat und diese dann keinen Spieltisch sehen und auch nicht bemalt werden. Jetzt ist die Zeit gekommen, das nachzuholen. Denn mit Stargrave habe ich die Möglichkeit, all diese Modelle doch wieder auf dem Spielfeld zu bringen. Und das ist wirklich wundervoll an miniaturagnostischen Spielen. Ich bin aber auch nur ein Mensch. Und habe mich vom Hype-Train natürlich mitreißen lassen und konnte nicht widerstehen, mir auch nochmal neue Modelle extra zu holen. Und die möchte ich euch im Folgenden zeigen. Also das an Modellen, was ich schon quasi gemacht habe, bevor das Regelbuch offiziell raus war. Also ich war so Feuer und Flamme schon, dass ich dir nicht mal mehr abwarten konnte, bis das Buch kommt. Und wünsche euch viel Spaß dabei, mich anzugucken, was ich bereits schon gemacht habe. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich noch ein bisschen darüber rede, was euch im Folgenden noch auf der Road to Stargrave von meiner Seite erwartet. Und damit kommen wir nun auch direkt zu den Modellen, die ich mir für dieses Road to Video ausgesucht habe. Ich habe mich inspirieren lassen bei Stargrave im großen Maße von den Serien meiner Kindheit, Transformers, auch von Gargoyles, diverse Science-Fiction-Serien. Und ich wollte ein bisschen so dieses Frühstücksfernsehen-Flair auch einfangen. Und dazu passen ideal ein bisschen so Retro-Metallminiaturen, wie zum Beispiel von Die Hard Miniatures, wo ich mir einfach mal eine bunte Auswahl zusammengesucht habe. Und ich habe einfach darauf vertraut, dass das Stargrave-Regelbuch mir am Ende die Möglichkeit gibt, alles zu spielen, was ich mir so an Modellen hole. Und bei der Bemalung selber, wie gesagt, ich wollte so einen knalligen, bunteren Comic-Look haben und habe einfach mal direkt losgelegt und drei Roboter bemalt. Zum Zeitpunkt, wo ich noch nicht mal wusste, ob Roboter überhaupt ein Ding sein werden. Zum Glück
sind Roboter im Regelbuch. Und hier sehen wir ein Warbot und zwei Roboter-Söldner, die unter anderem als Trooper oder Pathfinder eingesetzt werden. Einer der Captains für mögliche Crews ist ein ehemaliger Marshall. Das ist eine limitierte Miniatur von ebenfalls Die Hard Miniatures, die auf einem Artwork von Johann Egerkranz basiert. Und das ist halt auch immer wieder ein Künstler, der mich sehr inspiriert. Und ich habe mich auch hier bei der Bemalung dann von seinem Artwork inspirieren lassen. Natürlich gibt es aber auch noch Modelle, die jetzt nicht so direkt von einem Artwork abstammen. Dieser Kopfgeldjäger hier ist eine Die Hard Miniature Figur, die mich angesprochen hat, einfach wegen des sehr futuristischen Designs. Und es hat wirklich Spaß gemacht, auch mal Freehands auf Waffen anzubringen. Die Inspirationsquelle für diese beiden Kopfgeldjäger dürfte wohl ganz eindeutig sein. Auch hier wieder denke ich, dass die Modelle auf jeden Fall Verwendung finden können, aber wahrscheinlich nicht in Form einer von Crewmitgliedern, sondern tatsächlich als Kopfgeldjägern, dann als Random Encounter. In dem Rahmen habe ich mir auch ein paar generische Sci-Fi-Soldaten ausgesucht gehabt. Ich habe einfach diese Knubbeloptik bei den Modellen hier wirklich direkt ins Herz geschlossen. Und ich denke auch aufgrund der zusammengehörigen Farbe, dass sie ohne Probleme auch die Grundlage für eine eigene Crew bilden können. Eine Crew braucht aber natürlich auch einen Anführer. Und hier habe ich auf ein Modell zurückgegriffen von North Star Military Figures, und zwar aus der Rogue Stars Reihe. Und der Look passt einfach perfekt zu einer Art bösen Governor. Und ich denke, dass er zusammen mit den Troopern ein schönes Gesamtbild abgeben wird als Crew. Ein böser Governor braucht aber natürlich auch seine Schwadron an bösen Todesrobotern. Und da ich die Rogue Stars Robotermodelle auch von Anfang an direkt ins Herz geschlossen hatte, habe ich meinen Vorrat ein bisschen aufgestockt und wollte eine Death Trooper-mäßige Leibgarde haben für den Governor. Und ich denke auch, dass jetzt hier diese etwas böser daherkommende Crew dadurch einen schönen runden Gesamteindruck letzten Endes macht. Natürlich gibt es natürlich aber die Möglichkeit auch noch andere Modelle einzubinden. Hier sehen wir einen klassischen Rogue Trader Squad und eine weitere Rogue Stars Figur. Es ist mir nämlich auch wichtig, mal, dass man ein bisschen das ganze Bild aufgelockert wird und ein bisschen diverser daherkommt. Leider ist es ziemlich schwierig, wie ich finde, geeignete, auch weibliche Modelle im Science-Fiction-Bereich zu finden, denn ich bin kein großer Fan. Ich würde sogar sagen, eher, ich stehe dem eher ablehnend gegenüber von den typischen Pin-Up-Modellen, wie man sie so kennt. Ich habe ein bisschen mich schon umgeschaut und abseits der Rogue Stars-Reihe selber habe ich wenige glaubhafte weibliche Modelle bisher gefunden. Aber nach der Ankündigung, dass uns ein weiblicher Crew- und Mercenary-Gussrahmen von North Star Military Figures erwartet, bin ich zuversichtlich, dass auch in der nahen Zukunft mehr glaubwürdige weibliche Charaktere tatsächlich Einzug halten werden in meine Stargriff-Sammlung. Und damit herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, die Miniaturen haben euch gefallen. Mir haben sie super viel Spaß gemacht in der Bemalung. Ich liebe alles an Miniaturen, was ein bisschen retro ist und aus Zinn ist. Gerade Die Hard Miniatures und die Rogue Stars Miniaturen passen da einfach wunderbar dazu. Und auch nochmal herzlichen Dank an meinen guten Freund Schweden56. Vielleicht kennt ihr ihn von Instagram, der mir ein Squad von Warhammer 40k Rogue Trader überlassen hat. Hat super viel Spaß gemacht, das Modell zu bemalen. Passt auch echt wunderbar in die Sammlung. Wie geht es nun weiter? Ich habe schon zwei Banden. Das war meine Road 2. Wir sehen uns. Viel Spaß, Titus. Du machst das schon. Nein, natürlich war es das noch nicht. Ich habe zwar schon jetzt viele Modelle vorgelegt. Keine Sorge, so viele Modelle muss man auch nicht direkt fertig machen. Ist es einfach mit mir durchgegangen. Wir haben jetzt schon mal ein paar Modelle. Was fehlt? Es fehlen noch Random Encounter. Die Monster und Gegner, die auf dem Spielfeld umherlaufen und einem das Leben schwer machen. Und was auch noch fehlt, sind Piraten. Denn Piraten nehmen eine nicht unbeträchtliche Rolle auch ein bei Stargrave.
Und niemals zu vergessen, der wichtigste Mitspieler auch tatsächlich bei allen Grave-Spielen, das Gelände. Klassischerweise wird gespielt auf einer 3 Fuß mal 3 Fuß großen Spielfläche. Englische Abmessung, also wir reden hier von knapp 90 mal 90 Zentimetern. Ich habe mich aber dagegen entschieden und habe mir eine 2,5 mm starke MDF-Platte geholt. Und zwar in der Abmessung 60 mal 60 cm. Denn wenn ich eins gelernt habe, auch in den vergangenen Frostgrave-Spielen und Kampagnen, ist es doch, dass die effektiv genutzte Fläche auf dem Spielfeld deutlich kleiner in der Regel ist als das tatsächliche Spielfeld. Und gerade die ersten Runden neigen dazu, oftmals auch einfach nur ein Belaufen erstmal zu sein. Ich kann es generell empfehlen, wenn ihr komplette Tabletop-Neulinge seid. Es kann ein ganz entscheidender Störfaktor am Anfang sein, dass man noch nicht so dieses tolle Gelände hat, was man so aus Katalogen, Internetseiten oder Instagram kennt. Fangt klein an, ganz ehrlich. Macht erstmal vielleicht eine 60x60-Platte. Und wenn ihr die mit Gelände befüllen könnt, dann ihr braucht schon mal deutlich weniger Gelände als für 90x90, wie man sich vorstellen kann. Und wenn ihr die mit Gelände füllen könnt, habt ihr schon einen echt tollen Start und könnt ein paar schnelle Spiele machen, könnt auch vielleicht ein, zwei Freunde begeistern, mit euch einzusteigen auch. Und ja, macht's einfach, vertraut mir. Es ist, lohnt sich tatsächlich, was Kleineres fertig zu haben, anstatt ein Riesenprojekt anzufangen, das man dann am Ende nie fertigstellt. Ich habe angefangen, eine Platte schon mal vorzubereiten. Die Ölfarbe trocknet gerade noch darauf. Es wird also spannend, in welche Richtung sich das Projekt entwickelt. Ich probiere auch hier eine ganze Reihe von neuen Techniken aus. Und ich möchte mich von euch verabschieden mit einem kurzen Ausblick schon mal auf die Modellberge, die ich gebaut habe, vorbereitet habe und auf die wir in den kommenden Road-to-Videos dann nochmal ein bisschen eingehen werden. In diesem Sinne, macht's gut und das war's erstmal mit meinem Solo-Video und ja, ich bin gespannt, was Titus dazu sagt. Ja, Andi, dann erstmal herzlichen Dank für dein erstes Video. Ich finde, das muss ich überhaupt gar nicht verstecken. Meine erste Frage an dich ist, ist denn die Ölfarbe schon trocken? Ja, es ist ja jetzt inzwischen ein paar Wochen her. Die Ölfarbe ist trocken tatsächlich. Es hat mich ein bisschen erschrocken, wie lange das Ganze gedauert hat. Ich war ausgegangen von vielleicht 2 Wochen, aber ja, Ölfarbe ist trocken. Ja, da hast du mich auf jeden Fall auch ganz schön angefixt. Das ist auch schon so lange auf meiner To-Do. Die Ölfarben habe ich schon hier. Ich muss nochmal irgendwie gucken, dass ich mir White Spirit oder irgendwas besorge, was halt nicht die ganze Bude voll stinkt. Du hattest ja, ich hab, irgendwie in meinem Fall bin ich auf Sonnenblumenöl tatsächlich ausgewichen als Verdünner, weil ich jetzt auch meiner Freundin das hier nicht antun wollte, in der Wohnung alles voll zu stinken. Und man darf sich auch nicht vertun, nur weil der White Spirit dann geruchlos ist, wenn man den zum Beispiel in dieser Variante kauft, ist der ja nicht jetzt unbedingt gesundheitsfördernder. Die sind, man sollte das schon ein bisschen so im Hinterkopf haben, dass man da mit Chemikalien arbeitet, die auch gesundheitsgefährdend sein können in gewissem Grade. Und entweder also bei guter Durchluft arbeiten oder aber, wenn man es nicht sicherstellen kann, auf ungiftige Alternativen ausweichen. Und dann ist Sonnenblumenöl tatsächlich, oder Leinöl soll sogar noch einen Ticken besser sein, ist eigentlich das Mittel der Wahl. Man muss dann aber damit leben, dass man sehr, sehr lange trockenen Zeiten halt auch in Kauf nehmen muss. Schmeckt auch gut, dann kann man auch mal dann, wenn man auch gesund. Ich konsumiere täglich Leinöl tatsächlich für gute Cholesterinwerte, also kann ich sehr empfehlen. Okay, vielen Dank für diesen Tipp, dann werde ich da bestimmt mal darauf zurückkommen. Ja, und ich finde es auch einfach geil, wie du, also ich finde, es gibt so viele Science-Fiction-Figuren irgendwie auf dem Markt und also klar, früher hatte ich so GW natürlich auf dem Schirm, das hat man irgendwie auf dem Schirm, aber so super viele kleine Firmen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, und das fand ich ganz schön, dass man die jetzt auch mal sozusagen von nahem sehen kann. Ja. Es war ein spannendes Abenteuer, mal zu gucken, was es so abseits der Wege eigentlich noch alles gibt. Ja, diese Rockstars, wie heißt das? Rockstars? Mhm, genau. Ja, okay.
Das fand ich auch ganz interessant. Und ich habe auch, glaube ich, schon gesehen, dass, wer macht denn das nochmal? Die, von welcher Firma sind die denn nochmal? Sind Die die auch sind von auch von Osprey oder Northstar so? Military Figures Northstar. tatsächlich, ja. Teilweise auch von Couplestone Casting. Ah, Also, wer okay, es nicht ja. weiß, ich glaube, das sind hinter Northstar Military Figures steckt eine Kooperation auch noch mit mehreren anderen Firmen, unter anderem Couplestone Castings. Und wenn man das komplette Sortiment von Rogue Stars quasi mal sich angucken möchte, muss man eigentlich durch alle teilnehmenden Firmen einmal sich durchklicken. Aber ich glaube, die meisten sind tatsächlich von Couplestone Castings und die, Ja. die ich jetzt gezeigt hatte, sind auch von Northstar dann gewesen. Ja, die fand ich auf jeden Fall super geil. Das passt ja eigentlich auch, also wie die Faust aufs Auge für Stargrave, ne? Ja. Ich kann mich erinnern, als das Spiel damals, also Rockstars damals rauskam, wurde das auch so ein bisschen als Stargrave angepriesen. War es dann, glaube ich, nicht so. Also ich bin da nicht so tief drin, was die Regeln angeht. Aber von den Figuren her fand ich, also ist das ja offensichtlich, dass es da irgendwie eine Connection zu gibt. Das ist eigentlich große Ironie, denn als Rogue Stars rauskam, habe ich die Figuren gar nicht so toll gefunden dazu tatsächlich damals. Ich hatte noch einfach ein bisschen anderen Geschmack und wollte halt Rogue Stars eher auch benutzen, um Warzone Resurrection-Figuren oder Dark Age oder Infinity-Modelle benutzen zu können und habe mich dann da gut eingedeckt gehabt. Und als jetzt Stargrave rauskam und ich mir sicher war, ich wollte halt auch ein bisschen so diesen Retro-Miniaturen-Look haben. Auf einmal haben die mich doch sehr angesprochen. Nachdem ich dann So in der, kann es gehen, ja. ja, in der Zwischenzeit habe ich auch Johann Egerkrantz als Artist dann so ein bisschen kennengelernt und seine Werke. Und er hat ja tatsächlich die Artworks geschaffen, nach denen die Rogue Stars Modelle modelliert wurden. Ja, Ah, so ist okay. alles zusammengekommen dann am Ende. Den Namen wollte ich noch googeln, das habe ich noch nicht geschafft, das werde ich gleich nachholen. Ja, das Ja, kann ich sehr cool. empfehlen. Also ich bin auf jeden Fall auf deine zweite Folge gespannt. Hast ja schon viel angeteasert, was da alles kommt, die ganzen offiziellen Stargrave-Figuren umgebaut und so weiter. Und da werden wir, denke ich, also du hast ja die Boxen da, ich habe die auch da und man da, also es ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn man sagt, dass wir schon ein bisschen gebastelt und gemalt haben und so weiter. Und da wird auf jeden Fall noch was zu kommen. Jo. Ja, super. Also Dankeschön nochmal für das Video. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann können wir ja direkt weitermachen im Text und uns mein Video anschauen, wenn du möchtest. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin auch gespannt. Finally, es ist fertig. Alles klar, dann let's go. Hallo, liebe Figürchenfreunde, auch nochmal von meiner Seite. Und ja, was soll ich sagen? Auch ich bin ein Hobby-Schmetterling und starte noch ein neues Projekt. Das ist aber nicht irgendwie einfach nur irgendeins, sondern eins, auf das ich wirklich schon seit einiger Zeit in freudiger Erwartung bin, da ich auch ein riesengroßer Frostgrave-Fan bin. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Science Fiction also. Wie einige von euch vielleicht wissen, hatte ich in meinem ersten Hobbyleben einen starken Fokus auf 40K und damit auch auf das Sci-Fi-Setting. Aus dieser Zeit gibt es übrigens noch einen alten YouTube-Channel mit über 10 Jahren alten Tabletop-Videos von meiner damaligen Sammlung. Dazu hatte ich auch mal ein Reaction-Video gemacht, das ihr euch gerne anschauen könnt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hatte ich das Setting irgendwann über, weil ich das Gefühl hatte, dass sich alles irgendwie im Kreis drehte und ich irgendwie hobbymüde wurde. Aus diesem Grund habe ich bei meinem Hobby-Wiedereinstieg vor ein paar Jahren mir vorgenommen, nur noch das zu basteln und anzumalen, auf das ich auch wirklich Lust hatte, da ich nicht nochmal die Lust an diesem tollen Hobby verlieren wollte. Das bedeutete im Konkreten, dass ich erst einmal das Setting wechselte. Mit Spielen wie Kings of War oder Frostgrave, die mich wieder ins Hobby hineinzogen, lag der Fokus nun auf Fantasy im Allgemeinen und nicht mehr auf Science Fiction. Dabei war es mir immer wichtig, sozusagen neue Ästhetiken zu suchen, abseits von gängigen Malstilen. Das Erkunden von neuen Optiken weckte einerseits meine Neugier, hier musste ich schon selbst tätig werden, um zu sehen, wie etwa eine Fischmenschenarmee oder eine Armee von Gartenzwergen aussieht, da es Vorlagen in Form von Fotos kaum online gab. Andererseits bedeutete dies auch, sich oft außerhalb der Komfortzone zu bewegen, um Neues auszuprobieren und damit auch immer der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass einem das Ergebnis vielleicht nicht gefällt und dass sich alles nochmal übermalte. Das ständige Wohlfühlmalen hatte schließlich schon mal dazu geführt, dass mir das Hobby keinen Spaß mehr bereitete und das sollte nun auf jeden Fall vermieden werden. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum erzähle ich den ganzen Kram und hole so weit aus? Ganz einfach. Zum einen bedeutet die Wiederaufnahme des Sci-Fi-Settings für mich in gewisser Hinsicht einen Zirkelschluss.
Damit kehre ich zu dem Setting zurück, in dem ich in meiner Jugendzeit wirklich viel gewildert habe und was damit auch zum Teil nostalgisch für mich besetzt ist. Zum anderen habe ich mir ganz bewusst vorgenommen, mich nicht auf ein spezielles, allumfassendes Setting wie Wald oder Wüste festzulegen. Zwar habe ich schon vor, einzelne Figurengruppen, wie zum Beispiel Banden, in einheitlichen Farbschemata zu bemalen. Aber ich möchte meiner Kreativität beim Stargrave-Projekt ganz bewusst aus Gründen, die ich vorher genannt habe, freien Lauf lassen. Sollte ich während des Malens Lust bekommen auf ein ganz neues Farbschema oder eine Basefarbe, die nicht zur bisherigen Sammlung passt, werde ich mich nicht zurückhalten. Gleiches gilt für Geländestücke. Ganz generell habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass oft die Minis am besten werden, die man anfangs nicht durchplant sozusagen, sondern die sich einfach im kreativen Prozess entwickeln. Hier wird also nicht der Fokus auf dem handwerklichen, also perfekten Farbübergang etc. gelegt, sondern vielmehr auf dem kreativen Aspekt. Alles ist möglich und ich habe richtig Bock drauf. Nun aber genug geredet, schauen wir uns an, was ich in letzter Zeit bereits an Sci-Fi-Figuren bemalt habe, die seitdem ein tristes Dasein in der Vitrine fristen. Jetzt ist die Zeit zum Entstauben gekommen, denn dank des integrativen Charakters eines miniaturagnostischen Spiels werden diese endlich auch die Spieltische von oben sehen dürfen. So, dann fangen wir mal hier an. Und zwar seht ihr hier die sogenannten Nameless von Mantic für die Spiele Dead Zone und Red Ball. Die hatte ich mir damals einfach nur aus Spaß geholt. Und es war bei den, es gab auch noch so Ogre, so größere, die habe ich benutzt, um die für meine Fischmenschenarmee für Kings of War zu benutzen. Da waren die jetzt sozusagen übrig. Ich habe die dann auch noch erweitert. Hier die Würmer zum Beispiel sind von Reaper Bones. Die Tsiench-Kreischer dürften auch bekannt sein. Und habe die in so einem metallischen Blau angemalt. Das habe ich vorher so auch noch nicht gemacht. Also erst Silber drauf und dann mit verschiedenen blauen Washes das alles etwas tönen oder färben sozusagen. Und habe da wirklich auch mit Neon-Pink gearbeitet. Das hatte dann teilweise so ein bisschen den Charakter, als ob man mit Textmarkern die Figuren bemalt. Aber ich finde, auf der blauen Platte und mit dem Unterwassergelände kann man da schon ganz gut anknüpfen. Als zweites hätten wir dann meine Adeptus Subnauticus Armee. Ich habe jetzt hier nur ein paar Figuren erstmal hingestellt, mit der ich wieder ins Hobby eingestiegen bin. 40k wollte ich jetzt nicht mehr damit spielen, die stehen jetzt schon lange im Schrank, ich weiß nicht genau, wusste nicht genau, was ich damit machen wollte und für Stargrave finde ich es jetzt ganz passend, dass man sie, und wenn man sie als Piraten spielt, einfach mit auf den Spieltisch stellt. Das kleine U-Boot, was ihr hier seht, ist ein 3D-Druck, den ich angemalt habe, hatte ich auch schon länger liegen und jetzt im Rahmen des Stargrave-Projekts endlich mal beendet. Genau, hier seht ihr noch die Infanteriefiguren, vielleicht wird es auch eine kleine Bande, mal schauen. Nicht nur von GW, sondern auch von einem anderen Hersteller. Die Links sind aus Zinn, da weiß ich leider nicht mehr genau, wie der heißt. Hier die Statue ist einfach so eine billig Oscar-Statue, die man günstig im Internet erstehen kann. Einfach mit Strukturfarbe rüber und ja, mit Metallfarben angemalt. Dann kriegt man so ein bisschen diesen Art Deco-Style, den ich ganz nice finde. Vielleicht mache ich da auch noch mal eine Platte zu. Und hier hinten der Big Daddy, den man eventuell, habe ich mir überlegt, als Sewer Dragon interpretieren könnte und dann für eine ganz bestimmte Stargrave-Mission verwenden könnte. Und auch hier das Geländestück im Hintergrund mit Folie, transparenter Folie gearbeitet und auch nie fertig geworden. Ich hoffe, das wird jetzt endlich auch dann mal geschehen. Und dann haben wir noch drittens eine kleine Bande, die ich damals für Frostgrave gebaut hatte, und zwar als Taumaturg. Das ist der zeitreisende Glob Glob und seine Alien-Crew. Ja, hier ist der Zauberer der Bande sozusagen. Und der würde ja sozusagen auch ganz gut zu Stargrave passen. Die meisten Sachen hier sind Reaper Bones-Figuren, teilweise leicht umgebaut. Hier zum Beispiel vorne diese spuckenden Zecken habe ich als Bogenschützen gespielt. Dann haben wir hier noch passende Missionsmarker, ja, die sind nämlich auf der Suche nach den Teilen ihres Raumschiffes, um das wieder zusammenzusetzen und dann abzudüsen. Ansonsten hier noch so eine Art Medusa, ja, hier kleine Green Stuff Unfälle und ja, was ist das? Der große
Ball mit dem leuchtenden Auge. Wie gesagt, könnten auch bei Stargrave zum Einsatz kommen. Dann kommen wir jetzt zu den Neuzugängen, die ich wirklich für die Stargrave-Vorbereitung angefertigt habe. Und zwar haben wir hier erstmal den Beginn der Joghurtbasis. Und zwar hatte ich ja auch schon vorher mal angekündigt in der Road to Rangers of Shadowdeep, dass ich einfach mich auch ein bisschen mehr mit Geländebau beschäftigen möchte. Und hier habe ich jetzt auf Materialien zurückgegriffen, die ich so im Fantasy Geländebau noch nicht benutzt habe, und zwar Joghurtbecher. Ja, zum Beispiel bei dem Stück seht ihr, das war glaube ich so eine Art Grießpudding. Ja, dann auch oben noch so eine halbe Styroporkugel, einfach einen Flaschendeckel. Hier unten auch viel Styrodur. Die Platten, die ihr hier seht, das sind MDF-Bases. Dieses Rad kommt glaube ich vom Green Stuff World. Und habe hier auch zum ersten Mal dann mit Pigmenten gearbeitet. Das kannte ich so noch nicht. Hatte am Anfang ein bisschen Schiss, dass das vielleicht alles voll schmiert. Es ist ein bisschen schmierig jetzt noch. Angebracht habe ich sie mit Leim und Wasser. Aber das passt schon, denke ich. Ja? Also bei meinem Schneegelände bröckelt auch manchmal so ein bisschen was ab von diesem Natronschnee. Das ist dann einfach so. Da muss man einfach mit leben. Und vielleicht als kleine Denksportaufgabe für den Rest des Tages überlegt mal bitte, woher denn dieses Ornament kommt, ja. Das lässt dann vielleicht auch ein paar Rückschlüsse zu, wann ich das hier alles gebaut habe. Hier, ja, auch andere Materialien noch, die man einfach so rumliegen hat, zum Beispiel Aktivkohlefilter oder auch die Röhren hier sind von Silvesterraketen, die ich mal Neujahr aufgesammelt habe und die sich hier ganz gut machen. Ja. Lauf ist nicht aufgebohrt, aber wir spielen auch kein 40k. Hier auch nochmal ein Joghurtbecher. Was mir auch aufgefallen ist, was ich hier ein bisschen schwierig fand, waren diese ganzen Rundungen an diesen Joghurtbechern, dass man zum Beispiel das dann auch so dran kleben muss, dass es auch hält. Ne? Also hier zum Beispiel seht ihr über diesen Platten diese eine Linie, die sich fast herumzieht. Und das ist Styrodur, was ich so ein bisschen geknetet habe und formbar gemacht habe und dann wirklich auch lange mit dem Finger drauf gehalten habe, damit es auch schön hält. Ein paar Korrosionseffekte mit, wie heißt es, von GW Nihilac Oxide. Ja, um einfach nochmal so ein paar andere Farbtupfer mit reinzukriegen. Ansonsten, ja, waren jetzt recht aufwendig, aber hat mir schon auch Spaß gemacht. Gerade mit diesen orangenen Lichteffekten finde ich es ganz cool. Ja, ist jetzt auch kein großartiges OSL oder so, sondern einfach nur, dass man ein bisschen Farbe mit drauf bekommt. Und da dieser Joghurt, die Joghurtbasis natürlich auch bevölkert werden möchte, schauen wir uns im Folgenden noch Figürchen an, die ich für die erste richtige Stargrave-Bande gebastelt habe. Wirklich jetzt in Vorbereitung auf das Spiel. Also bis gleich. Und dann kommen wir schließlich zu den Figürchen, die ich eben gerade angekündigt habe. Und zwar habe ich mir die Northman Folk Rebel Box geschnappt, die ich auch schon mal reviewed habe für die Road to Rangers. Und ein paar Köpfe hier raus, dann noch ein paar 40k-Bits. Und herausgekommen ist Folgendes, das gehen wir mal kurz durch. Na, komm her, so. Ja, so ein bisschen im Retro-Look, das mag ich ganz gerne. Ich finde auch so Zukunftsvorstellungen aus der Vergangenheit ganz cool. Habe mich da auch so ein bisschen inspirieren lassen von sowjetischen Zukunftsvorstellungen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Habe mir dann so vorgestellt, dass die Dame hier eventuell der Captain sein könnte. Vielleicht eine Veteranin plus ein Robot-Mechanic. Oder Expert heißt er, glaube ich. Ja, hatte da jetzt noch keinen großen Plan von den Regeln. Ab und zu mal hier auch ein paar AdMech-Teile mit dazu. Und ein paar Köpfe aus der Frostgrave Knights Box fand ich, sahen auch damals schon futuristisch aus. Da hatte ich Stargrave noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, also zum Beispiel hier vorne rechts der Mann mit der Pistole. Und alles so ein bisschen in gedeckteren Farben gehalten. Nicht ganz so knallig, jetzt abgesehen vielleicht vom Orange.
Der Roboter da hinten ist einfach eine Schraube mit ein bisschen Styrodur, ist noch Work in Progress, noch nicht ganz fertig. Ja, aber ansonsten schauen wir mal, wohin die Reise geht. Ich finde, so sieht jetzt schon ganz nett aus dafür, dass das alles nicht großartig geplant war, sondern einfach so kam. Das ist ja auch ein bisschen der Ansatz, den ich hier fahren möchte. Und ja, dann war es das für die erste Folge. Ja, liebe Leute, das war's für die erste Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, hier mal hinter die Kulissen zu schauen. Und ja, euch wird ein bunter Ritt erwarten. Ich habe selber noch keine Ahnung, wohin es geht. Schauen wir einfach mal. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Ja, vielen Dank erstmal für dieses informative Video zu deinen Anfängen mit Stargrave. Ich habe das sehr genossen und ich feiere vor allen Dingen auch, dass du dich dafür entschieden hast, mal ein bisschen so abseits vom, ich sag mal, Science Fiction besteht aus Sechsecken-Look, dich zu verabschieden und auch mal mit so Art Deco, Mittelalter, nautischen Elementen auch mal so eine ganz eigene Designsprache da auszuprobieren. Das fand ich sehr, sehr cool. Hast du schon eine Vorstellung jetzt konkret auch, wie weit du das noch treiben möchtest mit Art Deco? Und, Also diese Art Deco-Idee, die habe ich ja schon relativ lange im Hinterkopf. Ich habe zwar Bioshock nie gespielt, weil irgendwie, weiß ich nicht, Computerspiele und mein Computer macht das auch nicht mit und so weiter. Aber den Style fand ich immer ganz cool. Also ich habe das schon längere Zeit im Hinterkopf. Wollte auch irgendwann mal so eine Unterwasserbasis vielleicht irgendwie bauen mit so transparenten Fensterscheiben, dass man sozusagen ins Meer gucken kann. Hab mir da auch schon mal die alten Jules Verne-Filme reingepfiffen und so. Ja, ob es dann letztendlich wirklich am Ende so eine Basis wird, weiß ich noch nicht. Aber eine Idee zum Beispiel ist, ich weiß nicht, ob das schon angekündigt wurde, dass für Stargrave vielleicht auch so eine Dungeon-Erweiterung kommen soll, wie die Zuchtgruben. Also keine Ahnung, ob das, da bin ich überfragt. Aber vielleicht in die Richtung könnte ich mir das ganz gut vorstellen, dass man irgendwie so eine Art Unterwasserbasis macht, ein modulares System, halt so im Bioshock-Style irgendwie. Und ja, wenn man dann, aber mal schauen. Also wie gesagt, das ist nur so eine von tausend Ideen, die irgendwie rumschwirren, und was dann als nächstes kommt, das weiß ich dann einfach noch nicht. Ja. Ich glaube, Quarantine, die narrative Kampagne, die man auch kooperativ oder solo spielen können soll, die in so einer monsterüberlaufenen Labor spielt, ich glaube, da wird es dann auch ein bisschen quasi Dungeon-esque. Also da wäre ich auch echt gespannt. Also eine Interpretation so als Unterwasserbasis stelle ich mir da sehr, sehr spannend vor und sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch diese alten, weiß ich nicht, vielleicht kennst du das, diese, gab, weiß ich nicht, in den 80ern, 90ern mal so Unterwasser-Lego. Oh, ja. In diesem Style irgendwie so ein bisschen trashig und so. Da habe ich ja sowieso ein Faible für irgendwie. Ja, mal gucken, also schauen wir mal. Welches Kind der 90er hatte nicht das High-U-Boot mit genau, dem Magnetarm und wo man dann so Container aufsammeln konnte. Mann, bring mich hier nicht auf Ideen. Bei StarCraft kann man ja auch Missionen spielen, wo zum Beispiel Raumschiffe auch rumstehen auf dem Spielfeld. Ich meine, warum statt Raumschiffen dann nicht auch irgendwie U-Boote letzten Endes? Gute Idee, gute Idee. Guck, das hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, mal gucken. Also, keine Ahnung. Pringles-Dosen sind noch da. Ein bisschen Joghurt habe ich auch noch am Start. Ansonsten, immer fleißig essen ist nicht nur gut für die Knochen, ist auch gut fürs Hobby dann. Ja, ich wollte, dass man diesen alten Style, weißt du, das, was man in White Dwarf aus den 90ern oder so kennt, dass die wirklich halt mit Müll gearbeitet haben oder mit Müll Gelände gebaut haben. Das finde ich irgendwie, auch wenn es am Ende ein bisschen trashiger aussieht, aber dieses Handwerkliche finde ich ganz cool. Und für mich ist es jetzt bei dem Projekt auch nicht das große Problem, wenn der Müll wirklich wie Müll aussieht. Manche haben da irgendwie ein Problem mit. Aber ich finde, gerade wenn man so Retro-Sci-Fi-Kram macht, ein bisschen in diese Trash-Richtung geht, dann darf das ruhig auch ein bisschen nach Müll aussehen. Solange ich jetzt sagen muss, dein Gelände ist wirklich sehr, sehr weit davon entfernt, auch nur annähernd wie Müll auszusehen. Es hat halt wirklich diesen Retro-Charme. Das finde ich auch sehr toll. Ist kein Vorwurf gegen Leute, die heute das GW-Plastikgelände oder von anderen Firmen das Fertiggelände benutzen, denn hätten wir es früher gehabt, hätten wir es auch schon früher wahrscheinlich benutzt. Voll. Aber es ist trotzdem schön, ab und zu mal halt einfach mal wieder dieses Retro-Flair auf dem Spielfeld aufzuhaben, wo man als Kind sich dann gefreut hat, wenn irgendwie ein neues Elektrogerät angeschafft wurde, weil man wusste, jetzt kommen diese riesen Styropor-Boxen und man baut dann irgendwelche Basen daraus. Das ist bis heute noch eigentlich sehr verlockend. Ja, voll. Jetzt wollte ich noch gerade irgendwas sagen, aber ist weg. Egal. Macht nichts. Für die nächste Folge können wir uns das ja aufheben. Ja.
Genau, wir würden uns gerne von euch verabschieden mit einer kleinen Frage, und zwar Andi, bitte. Ja, genau. Und wir haben uns nämlich Folgendes gefragt. Wir haben euch ja heute ein bisschen präsentiert, wo unsere Stargrave-Modelle herkommen, ob wir was neu geholt haben oder ob wir halt Altes benutzen, was wir schon hatten. Und wir fragen uns, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Also nutzt ihr jetzt mit Stargrave die Gelegenheit, all diese Altlasten von eurem Pile of Shame doch nochmal startklar zu machen? Oder legt ihr schon wieder los und habt PayPal gezückt und ordentlich zugekauft und neue Modelle euch da angeguckt und angelächelt? Also lasst es uns mal wissen. Wir finden das eine hochspannende Thematik. Es ist halt figurenagnostisch, deswegen gibt es ja hier alle Freiheiten und mal gucken, wofür ihr euch dann entscheidet. Genau, packt es einfach unten in die Kommentare, wie man so schön sagt. Ansonsten Daumen hoch, Abonnement und Glocke oder Ja, keine genau. Ahnung. Die Die wissen schon Alarmglocke ist Bescheid, auch glaube ich. wichtig. Ja. Genau. Dann, die Road to Stargrave soll nicht daran scheitern, dass ihr irgendwie das nächste Video verpasst. Deswegen einfach Glocke drücken und gut ist. Ganz genau. Alles klar, liebe Leute. Dann herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ist, glaube ich, jetzt wieder super lang geworden, aber that's life. Können wir jetzt einem nichts. Es ist einfach so. Wir sind Ja. hobbybegeistert. Deswegen ist Zeit für uns halt bedeutungslos. Genau, ich muss jetzt auch direkt wieder weitermalen. Alles klar. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.